Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trainsim World 3, der Danny spielt das. Wir befinden uns hier in Dresden Eisenbahnmuseum. Und dort drüben befindet sich die Drehscheibe, die, wie ich euch jetzt zeigen werde, auch funktionieren wird. Ich habe schon mal versucht, hier ein paar Loks hinzustellen, damit wir da die Drehscheibe auch benutzen können, mitsamt einer Lok drauf. Aber das funktioniert einfach nicht, weil entweder schmiert die Lok hier ab, wegen steht die so quer über die Gleise. Ich habe es in den Hallen versucht. Oder in der Halle. Da steht sie zu weit hinten in der Lok, in der Wand drin. Da, es ist wirklich nicht einfach, die zu benutzen hier. Aber ich kann euch beweisen, dass die Drehscheibe funktioniert. Und zwar macht man das so, indem man das so entriegelt und dann hier entweder links oder rechts die Drehscheibe benutzt. Ich habe versucht, hier schon mal auf diesem Gleis hier eine hinzustellen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil da ist ein rotes Signal. Ich kann das nochmal versuchen. Das ist der vor dem roten Signal. Ich kann es noch einmal versuchen. Dann könnte es eventuell klappen. Wir brauchen dafür aber die 612, weil hier kein Fahrrad mehr ist. Aber die stellt sich dann immer hier hin. Und das ist das Blöde. Die stellt sich nicht auf dieses Gleis. Warum auch immer. Oder haben wir es jetzt geschafft? Haben wir es jetzt geschafft? Haben wir es jetzt geschafft? Jawohl, wir stehen auf dem Gleis vor dem... Jetzt müssen wir nur die Drehscheibe wieder anders drehen, weil das natürlich nicht passen wird. Na, hoffentlich. Boah, da bin ich jetzt gespannt, ob das klappt. So, müssen wir die natürlich erstmal wieder. Ach, jetzt haben wir Licht angemacht. Wollten wir noch nicht. Die natürlich wieder zurückdrehen. So, natürlich hier in den Führerstand einsteigen. Wenn ich überhaupt vorankommen. Da bin ich gespannt, ob das klappt. Leute! Lassen die Tür mal auf. Bloß zum Rangieren jetzt. So. Jetzt ist hier mal hin. So. Den müssen wir so machen. Führerstandsbeleuchtung ein. Heizschalter ein. Schlüssel ein. So. Das lassen wir mal aus. So. Boah, jetzt bin ich gespannt, Leute, ob das funktioniert. Wieder wirklich auf die Drehscheibe fahren können. Eieieiei. Lösen mal die Bremsen. Natürlich aufpassen, dass wir hier nicht zu weit fahren. Es funktioniert, Leute, es funktioniert. So, sind wir ganz drauf? Ne, noch nicht. Wir ganz drauf. Dicke schon, oder? Ja, oder? Ja, ja. Das ist schon die Drehscheibe. Gut. Können wir einsteigen? Wie gesagt, Bremse ist angezogen. Genau. Wenn die sonst nicht von der Scheibe rollt. Gut. Machen wir mal Motor aus, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das macht man so. So. Dann steigen wir mal aus. Weil wir müssen natürlich jetzt die Drehscheibe bedienen. Ist in die Türe.
Dann steigen wir hier mal aus. Glaube ich, genau die richtige Seite. So. Was ihr da jetzt noch laufen hört, das ist die andere 612, die da auf dem Nachbargleis steht. Nicht, dass ihr euch wundert. So. Jetzt ist der Moment gekommen. Wir machen erstmal ein schickes Foto, oder? Falls irgendwas schief geht. Oh, Leute. Das ist der pure Wahnsinn. So, dann versuchen wir es mal. Versuchen wir es einfach. Mehr schief gehen kann es ja nicht. Hier hinsetzen? Ne, egal. Achso, ja. So, welche Drisch? Es funktioniert! So, können wir den jetzt auch in die Halle fahren? Es funktioniert auf jeden Fall. Das ist ja... Ich krieg zu viel. Das ist ja der Wahnsinn. So, jetzt stehen wir hier. Jetzt können wir den natürlich in der Halle fahren. Wir könnten den ja auch auf dieses Gleis, Abstellgleis schieben. Aber wir fahren den in der Halle. Das Gleis ist ja frei. Genau. Wir haben den jetzt dahin gedreht. Dann können wir auch in die Halle fahren. So, laufen wir hier mal wieder über die Gleise drüber. Steigen wieder ein. In unsere 612. So, Tür öffnen. So, natürlich erstmal wieder den Motor starten. Sonst funktioniert es ja sowieso nicht. So, dann machen wir jetzt per Hand die Tür zu hier. Oder? Geht das? Ja. Gut, dann gehen wir hier durch. In unseren Führerstand. So, die lassen wir mal auf. Wir haben eh keine Fahrgäste. So. Machen wir erstmal wieder Motor ein. Mittels diesen Knopfes hier. So, Motor läuft. Das ist gut. So, dann können wir die Bremse lösen. Dann schauen wir uns das Ganze mal von draußen an, würde ich sagen, oder? Was haltet ihr davon? Stellen wir es mal hier hin. Dann fahren wir jetzt geschmeidig in die Halle rein. Nicht zu schnell werden, dass wir da gleich irgendwo gegendongen. Ein bisschen können wir noch. Bin noch gar nicht richtig drin. Bisschen können wir noch. Ein Stück genug. So, das ist gleich zu Ende. Müsste jetzt eigentlich auch. Ja, der steht drin. Türen würden zugehen. Gut, dann können wir einsteigen. Dann können wir nämlich den Zug hier abrüsten und dann ist er für die Untersuchung bereit. Das heißt, wir machen den Netzschalter aus. Führerstandsbeleuchtung aus. Was haben wir hier noch eingestellt? Nichts, oder? Kompressor aus. Ist sowieso aus. Der ist aus. Bremsschüssel entfernen wir und schalten den ein. So. Aber hier ist noch irgendwas an. Hier ist DSE aus, Kompressor aus. Der Motor muss auf jeden Fall aus. Klar. Signale haben wir aus. Den nehmen wir mit. Wenn wir den überhaupt mitnehmen. Ging das nicht. Achso, den müssen wir erst auf aus, ne? Stimmt. So. Genau. Haben wir noch irgendwo Licht an hier? Dass wir nachher die Batterie leer haben. Führerstandsbeleuchtung ist aus.
Steuer ist aus. Befriedigung, was haben wir? Ja, dann würde ich sagen. Also, dann würde ich sagen, dieser Zug ist bereit zur Abnahme bzw. zur Untersuchung. Den haben wir hier erfolgreich in die Halle reingefahren. Mittels der Drehscheibe. So, hier die Tür zu. So, dann gehen wir noch einmal durch den Zug. War da noch irgendwas finden? Der geht wahrscheinlich von selber zu, oder? Ja. Dann gehen wir einmal durch den Zug. Das ist ja so, das macht, glaube ich, ein Lokführer so. Oder der Rangierer. Nennt man die Rangierer? Klärt mich bitte auf, wie man die nennt, die Züge hier in diese Hallen fahren zur Inspektion. So, gucken wir noch einmal, ob hier noch irgendwas liegen gelassen wurde von den Fahrgästen. Sieht aber nicht so aus. Ist alles sauber hier, würde ich sagen. Ja, das sieht alles gut aus. Viel haben wir eh nicht zu laufen, das ist ja schon zu Ende. Aber ja, hätte ich einen ganzen Zug genommen, hätte er gar nicht reingepasst, geschweige denn auf die Drehscheibe. Von daher steigen wir einfach hier aus. Und dann sehen wir, dass wir unseren Zug hier brav abgestellt haben, beziehungsweise zumindest dieses Teilstück. Diesen vorderen Triebwagen. Franken-Sachsen-Express. Ja, der ist soweit abgerüstet. Schade, dass wir die Tür nicht schließen können. Das wäre jetzt noch genial. Aber ja, den haben wir erfolgreich in die Halle gefahren. Den werden wir wahrscheinlich nicht da reinbekommen, weil er einfach auf dem falschen Gleis steht und dort vorne ein rotes Signal sich befindet. Und das heißt, wenn wir den bis hier fahren würden, selbst wenn wir den hier hinfahren würden, auf dieses Gleis, hätten wir das Problem mit diesem... Warte mal. Wenn ich den bis hierhin fahre, dann die Weiche stelle. Aber wie komme ich die gestellt? Das ist denn die nächste... Hier ist ein rotes Signal. Also spät, bis wenn ich den bis hier fahre, kann ich den nicht mehr zurückfahren, wegen dem roten Signal hier. Das heißt, ich müsste den bis hier fahren, höchstens bis hier, aber dann bekäme ich den nicht auf das andere Gleis. Das ist das Problem. Also der wird leider nicht in die Halle, kann ich nicht in der Halle buxieren. Weil hier habe ich keinen Anschluss zu der Drehscheibe. Und hier ist, glaube ich, auch irgendwie ein rotes Signal, oder? Ja. Das heißt, wenn ich den einmal hier habe, bekomme ich den auch nicht wieder dahin. Und hier ist keine Weiche, ich kann hier den nicht auf diese Gleise bringen. Das heißt, der muss da leider stehen bleiben. Aber ich kann den ja wenigstens abstellen. Damit der hier nicht unnötig läuft. Das muss ja nicht sein. Das muss ja nicht sein. So, machen wir wieder gleiche. Rüsten wir den auch ab. Wie bekomme ich den denn nicht aus? Geht doch. So. Ist auch alles aus, oder? Ja. Ja. Dann ist der auch soweit fertig. So. Dann habe ich jetzt noch was ganz anderes vor. Machen wir erstmal hier die Tür zu. So. Aber ihr habt es gesehen, es funktioniert auf jeden Fall mit der Drehscheibe. Man muss sich halt nur die Zeit nehmen, die Weichen und so weiter richtig zu stellen und aufpassen, dass man nicht von dem Gleis fährt und auf die roten Signale achten. So, der ist auch abgerüstet, den haben wir da reingestellt. Sehr schön. Jetzt möchte ich eigentlich, dass wir irgendwie zum Hauptbahnhof kommen. So, da hinten. Weil ich möchte nämlich von Dresden gerne weiterfahren. Ich habe hier meine Arbeit erledigt. Und ich muss von Dresden weg. Das heißt, wir werden hier mal Richtung Hauptbahnhof laufen. So, da steht noch eine laufende Diesellok. So, da
dann schauen wir mal. Wir müssen natürlich aufpassen, weil hier sind die Gleise aktiv. Das heißt, da müssen wir uns ein bisschen fern von halten. Wir können uns ja mal so ein RE hier schnappen. Mit dem einfach in den Hauptbahnhof düsen. Was haltet ihr davon? Oder hier so eine 101. Ne, eine 146 ist das, oder? Ne, eine 185. Aber wahrscheinlich bekommen wir gar kein grünes Signal, oder? So. Ich möchte nur in den Hauptbahnhof. Mal eben schauen, wo wir überhaupt sind. Oh. Ich denke mal, Dresden ist oben. Ich denke mal, Dresden wird oben sein. Ja. Ich werde wohl irgendwo hier so lang fahren. Da ist wohl der Dresdner Hauptbahnhof. Ja, das wird er wohl sein. Würde ich jetzt mal einfach mal tippen. Wisst ihr was? Wir schauen einfach mal, wo wir ankommen. Nur aufpassen, dass wir jetzt hier nicht vom Gleis runterfahren. Ich mache hier Dinge, die sind real natürlich überhaupt nicht möglich. Das müsst ihr euch immer wieder vor Augen führen. Das ist alles nur ein Spiel hier. Erstmal gucken, wo wir überhaupt hier langfahren. Das ist die Fahrdienstleiterin. Oh oh. Oh Mann, oh Mann. Ja, wie sind die Weichen gestellt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Okay. Eigentlich noch alles ganz gut aus. Nur dass wir jetzt gleich ein rotes Signal haben. Das gefällt mir weniger. Und das werden wir mit Sicherheit nicht auf grün kriegen. Das heißt, die Fahrt ist gleich zu Ende. Nun ja, dann laufen wir halt ein bisschen weiter. Das rote Signal da vorne. Das heißt, wir bleiben hier mal stehen. Das werden wir eh nicht auf grün kriegen. Ne, da tut sich nichts. Das heißt, diese Lok wird abgerüstet. So. Auch das hätten wir soweit geschafft. Gut, dann steigen wir hier mal aus. Schauen wir mal, ob wir das dass wir in den Hauptbahnhof kommen. So, die ist abgerüstet, steht hier soweit ganz gut. Dann schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Vielleicht ein bisschen am Rand laufen, weil wie gesagt, es sind aktive Gleise. Irgendwie nicht weiter. Oder war da nur dieser Stahl? Ach, da war nur der Stahl schuld. Okay.
Nee, aber hier kann ich nicht. Nur hier. Ich kann nicht darüber. Okay. Wo sind wir denn hier überhaupt? Irgendwo in Dresden auf jeden Fall. Da kommt eine AE. Da vorne ist wahrscheinlich irgendein Bahnhof. So, ist natürlich total verboten, hier lang zu laufen. Logisch. Aber wie gesagt, im Simulator ist irgendwie alles möglich. Aber das wird der Hauptbahnhof sein, gehe ich mal stark von aus. Oder Neustadt. Nee, das ist der Hauptbahnhof, oder? Nee, das ist Neustadt. Ich möchte nämlich gerne als Passagier weiterfahren. So, da steht eine abgestellte 101, die mir auch nicht viel bringt, weil da wie gesagt rot ist. Beziehungsweise hier schon. Ist ja gleich zu Ende. Also bringt mir das auch nichts, die zu bewegen. Also das dürfte Neustadt sein hier. Ach, guck mal, da ist ein Kollege von mir. Oder Kollegin. Moin, Kollegen! Beziehungsweise Mahlzeit, wir haben schon Mittag. Also die 612 steht jetzt hinten an der Drehscheibe in der Halle. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr dann jetzt da gleich dran, ne? Die untersuchen. Also die habe ich, wie gesagt, da hinten in der Halle gestellt, steht da abgerüstet. Also ist soweit bereit für euch, ne? Ich wünsche euch da viel Spaß dabei. Ich für meinen Teil habe Feierabend. Wünsche euch noch einen schönen Samstag. Passt auf euch auf, bleibt gesund, ne? Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Ciao, Servus und tschüss, ihr beiden. So, wir gucken mal weiter. Gehen wir mal die Treppe runter. Gucken mal, wie weit wir da kommen. So, schon sind wir hier. So, das dürfte aber trotzdem der Dresdner Hauptbahnhof sein. Der fährt auf jeden Fall Dresden Hauptbahnhof, ja. Wird wohl immer wieder abfahren. Der ist abgerüstet. Dresden Hauptbahnhof, wann fahren denn hier die Züge ab? Das würde mich doch jetzt mal interessieren. Mal auf den Anzeiger. Dresden, Plauen, Freital, Tharandt. 12:37 Uhr. Ja gut, das ist ja nicht mal allzu lang. Ist ja nicht mal allzu lang. Mal weiter. Vielleicht haben wir einen, der noch ein bisschen früher abfährt. Bitte Fahrplan beachten. Ja, das ist eine super Info. Also muss ich echt sagen. Naja, Dresden halt. Leipzig, RE50. 13:70 Uhr, das ist noch ein bisschen spät. 12:51 Uhr fährt die Hamsterbacke ab. Haben wir da hinten noch einen?
Ja, wie gesagt, 14.07 Uhr, das ist auch zu spät. Das, also die fahren alle zu spät. Das ist eigentlich der hier der Einzige, der in naher Zukunft abfährt, die S3. Können wir da mal so langsam einsteigen. Lang ist das ja jetzt auch nicht mehr. Können wir eigentlich? Ach du Scheiße. Ich habe nichts gemacht. Ach du Scheiße. Okay. Ich will nur mal was versuchen. Ich glaube, der steht über den roten Signal drüber. Oder? Oder? Nee, nee, nee. Nicht einsteigen. Vielleicht kriege ich es hin, Leute. Vielleicht. Ich weiß es nicht. So. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Ach, ich. Ah, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Muss erstmal. Ah, Scheiße, jetzt habe ich. Loot me too. Was haben wir denn jetzt? 2023, Monat 6, Tag ist heute 17, Uhrzeit 12.29 Uhr, ach Mann, und Sekunden, Sekunden haben wir jetzt 13, letzte Weltzeit, letzte Ortszeit, so. Lassen wir einfach mal alle so. Ja. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Echt nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben Rot, das ist der Scheiß.
Möchten Sie diesen Zugdienst verlassen und stattdessen dieses Schienenfahrzeug steuern? Kein aktiver Zugdienst. Ja, das Problem ist nur, wie bekomme ich das rote Signal weg? Das ist das Problem. Dann machen wir es halt so. Zwickau fährt der. Fahren wir mal mit nach Zwickau. Weil der Rot kriegt. Grün kriegt. Na komm schon. Was denn rot? Na also geht doch. Wir fahren los. Sehr schön. Auf geht's nach Zwickau mit der RB30. So. Hamsterbacke. So, und wir schauen mal, wie weit wir kommen.
wunderschön. Wunderschön. Ach geil, 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 geil. Wir haben Rot. Okay, hast du auch begriffen. Ich wollte gerade sagen. Wir rot? Gibt es da etwas auf seinem Fahrweg, was ihn behindert? Ah ja, der wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Na komm, lass ihn fahren, Fahrdienstleiter. Lass ihn doch einfach fahren. Was ist denn da jetzt das Problem? Da fehlt noch einer. Ja. Wird der Grund sein. Na komm schon. Das ist wegen dem hier. Er will nicht weiterfahren, warum auch immer. Komm schon. Ist doch alles frei. Warum kommt hier kein Grün? Ist da wieder ein Fake? Beziehungsweise ein Bug?
Leute, 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 manchmal verstehe ich dieses Spiel nicht. War's dann wohl. Ende Gelände. Die Fahrt ist zu Ende. Steht da? Flöhr, Ankunft 12:49 Uhr. Naja, das ist sie nicht mehr ganz schaffen. Dann Öderan, Falkenau, Sachs-Süd, Falkenau, Sachs-Süd. Flöhr? Hä? Zwickau. Ja, aber irgendwie hast du hier leicht Verspätung, Kollege. Ach, der wartet den Güterzug da vorne ab. Das wird der Grund sein. Ja gut, das wusste ich nicht, dass dein Güterzug kommt. Okay, dann können wir natürlich nicht fahren. Alles gleich, nimm's zurück. Das ist natürlich voll auf unserem Fahrweg. So, dann dürftest du ja jetzt gleich grün bekommen, wenn der durch ist. Damit wir unsere Fahrt fortsetzen können. Richtung Zwickau. Bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Siehste, endlich. Mein Gott. So, nächste Station, Flöha. Möchten Sie die Steuerung des Zugdienstes? Blablabla. Nein. So. Echt gespannt, wie weit wir hier mitfahren können. Das ist das Flöhr. Nee, hier aus dem Dresden. Hier in Dresden Plauen. Ah, sehr schön. Hier fährt auf einmal Dresden Hauptbahnhof. Wen war es noch? Zwickau? Komisch. Wohin fahren wir, Kollege? Ich werde aus deinem Zugzielanzeiger nicht ganz schlau. Also wir befinden uns auf jeden Fall noch auf der Karte.
So. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Schnell fahren wir? Ja, gut 100. Ja, geht wohl. War alles grün, das ist sehr schön. So, da kommt vor wieder ein Halt. Bin mal gespannt, wo wir jetzt anhalten werden. Alter, darf ich nicht. Okay. Aber ich weiß noch nicht, wo wir hier sind. In Pott Chapel. War. In Pott Chapel. Ja, noch nie gehört. Nein, zum Geier, immer noch nicht. So, nächster Halt. Keine Ahnung. Dresden, Hauptbahnhof Dresden, Flughafen. Irgendwas läuft hier falsch. Doch. Nein. Das lassen wir mal ganz sein. So, wo sind wir hier? Freital, Däuben. Ah. So, steht da auf den Anzeigen? Folgezüge. 30 Minuten Verspätung. Freital, Freital, Zwickau. Ja, gut. Da dürfte jetzt nicht mehr allzu viel kommen, bevor wir rausgeschmissen werden, oder? Jetzt durch bis Zwickau fahren, durch irgendeinen Fehler, ne? Nein. Dann hast mich gleich hier liegen, aber komplett. Sieht's denn kartenmäßig aus? Immer noch gut auf der Karte vertreten. Sie sind nicht außerhalb der Karte. Das ist schon mal ein Vorteil. Ach, sehr schön. Sehr, sehr schön. Schön mal als Passagier mitzufahren.
Was steht denn da für Wagen rum? Schaut euch das doch mal bitte an. Was stehen denn da für Personenwagen? Schaut mal. Wie geil ist das denn? Oh, wie schön. Die Ecke kenne ich überhaupt noch gar nicht. Oh, wie schön. Freital-Heinsberg. Freital Heinsberg sind wir. Schade, ich kann es nicht mehr sehen. So, nächste Station, Zwickau? Fragezeichen? Das wäre der Wahnsinn. So, wir fahren hier außen rum. Also kommt noch schon ein ganzes Stück Karte, wie ihr seht. Aber verflucht viel. Leckio Funny, schaut euch das an. Boah, alter Schwede, fahren wir noch weit. Nein. Schaut euch das bitte mal an. Es ist ja Hammer. Leck mich. Wenn wir das ganze Stück Karte noch fahren, ne? Weiß es ja nicht. Es ist ja Wahnsinn. Boah. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt kommen. So, das ist auf jeden Fall der nächste Halt. So, wo sind wir denn jetzt? Kannst du schnell gar nicht lesen. Heinsberg West. Ah. Heinsberg West. Sind wir. Wo ist der Anzeiger? Da. So, es kommt noch. Tarerand, Edle Krone, Klingberg. Zwickau Sachsen Hauptbahnhof. Nein! Warum? Wo bin ich? Bin ich jetzt drin oder was? Boah! Ich dachte schon, der sperrt mich aus, ey. Müsste jetzt als nächstes da rankommen. Mahlzeit, Kollege. Ich als Lokführer wohne ja in Tarant, deswegen, ich habe ja meinen Job in Dresden Eisenbahnmuseum erledigt. Meine Arbeiten, die ich dazu zu erledigen hatte, und befinde mich jetzt auf dem Rückweg nach Tarant, fahre ich vorne beim Kollegen mit. Ich als Bahnmitarbeiter darf das. Das ist nicht Tarant. Oder? Ah. Wo sind wir denn hier? Ich weiß nicht, wo wir hier sind. Egal. Egal, egal, egal. Na gut, noch fahren wir nicht.
mal los. Noch haben wir rot. Wo sind wir denn hier? Tatsächlich in Tarant. Tatsächlich in Tarant. So, haben wir wieder Gegenverkehr oder was ist jetzt hier Phase? Ah, wir fahren weiter, okay. Fahren wir noch ein kleines Stückchen. So, nächste Station. Weiß ich nicht. Ist ja gut, ich nehme dir ja nichts weg. So. Echt gespannt, wo wir jetzt gleich anhalten. So, ich glaube, zur nächsten Station fahren wir noch und dann machen wir Schluss. So, sind wir denn hier überhaupt? Eine edle Krone, aha.
Aber irgendwie bin ich auch gespannt, wie weit wir kommen. So, was meint ihr, wie weit kommen wir noch? Fahren wir die ganze Karte komplett? Ich weiß es nicht. Oh, schaut mal, da sind sie am Baggern und am Abholzen. Wunderschön, wunderschön. So, aber nächste Station mache ich dann definitiv Schluss, weil das Video wird ja sonst einfach zu lange. Da schaut mal da, ein schöner See. Wunderschön. Auch mal eine schöne Perspektive. So, wenn ich jetzt wüsste, wie viele Stationen noch bis Zwickau wären, sind, dann, aber das weiß ich leider nicht.
So, da scheint wieder eine Ortschaft zu kommen. Ihr seht's. Auch eine sehr, sehr schöne Gegend hier, muss man wirklich sagen. So, wo sind wir denn hier? Wo sind wir hier? Klingenberg Kolmnitz. So. Na dann. Was kommt denn? Ich möchte gerne wissen, was jetzt als nächstes kommt, aber. Niederbobritsch. Dann Niederbobritsch, Muldenhütten, Freiberg, Sachs. Okay, schauen wir mal, ob das stimmt. Das für Freiberg sein, wa? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. So, ich mache jetzt noch was ganz, ganz Verrücktes, das wirklich geht. Was wirklich möglich ist, das möchte ich gerne mal wissen. Tatsächlich möglich. Die Fahrt ist zu Ende. Es ist tatsächlich möglich, das hätte ich nicht gedacht. Türen, wie kommen wir auch nicht mehr auf? Kommen wir nicht mehr aus dem Zug raus? Hilfe, wir sind eingesperrt. Kommen nicht mehr aus dem Zug raus. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der pure Wahnsinn. Dieses Spiel ist so geil. Dieses Spiel ist der Wahnsinn.
komme nicht mehr aus dem Zug raus. Ich komme nicht mehr raus. Ist das jetzt noch real oder nicht mehr? Müssten wir nicht eigentlich stoppen? Wir sind ein Geisterzug. Scheiß die Wand an. Das ist doch der Wahnsinn. Was passiert hier? Ich warte auf den Moment, an dem wir zurückrollen, wo die Steigung kommt. Da müssen wir eigentlich langsamer werden und zurückrollen. Ja, ich fürchte, wir werden hier nicht anhalten können, müssen, sollen. Weil, außer Kontrolle hier in Niederbobritsch. Der Zug wird niemals eintreffen. Weil wir, sind führerlos. Ein führerloser Zug. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch der komplette Wahnsinn. Was geht hier ab? Ich kann auch nichts bremsen, nichts, gar nichts. Ich kann nichts machen, ich kann nicht eingreifen, gar nichts. Ich kann nichts machen. Bringt ja sowieso nichts. Ich könnte jetzt die Bremse nehmen, aber... das Wort noch macht. Wir fahren. Ich habe hier alles. Ist aus der Kontrolle. Der Zug ist außer Kontrolle. Kein Notknopf. Lieber Fahrdienstleiter, wir haben ein Problem. War ein sehr großes Problem. Unser Zug hält nicht mehr an.
Das gibt's doch gar nicht, Leute. Müssen doch irgendwann mal anhalten. Mama, Hilfe. Was zum Teufel? Das ist doch nicht richtig. Entschuldigung, das ist nicht richtig. Heilige Scheiße, das gibt's doch gar nicht. Wir sind führerlos, wir sind komplett führerlos. Unstoppable, der Film. Das ist nicht normal. Entschuldigung, das ist nicht normal. Dass wir auch nicht langsamer werden, ne? Kein Meter. Das gibt's doch gar nicht. Oh Mann, ey. Nein, Leute, das ist kein Twindex. Nochmal, es ist kein Twindex. Hier dürfte der nächste Bahnhof sein, Muldenhütten. Werden wir natürlich nicht anhalten. Tut mir leid, Leute, aber ihr seht ja selber. Hilfe! Gibt's auch noch Backup. Ich bin mal richtig schnell. Oh Mann.
Jetzt geht's richtig ab. Was wird uns stoppen? Wann werden wir stoppen? Gibt's denn hier keinen Nothalt in dem? Gibt's doch nicht, da ist ein Dings. Gibt's doch nicht. Was soll ich denn noch machen? Sogar die Notbremse angelegt. Selbst darauf reagiert er nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Da geht es auf jeden Fall berghoch. Vielleicht ist das die Chance anzuhalten. Naja, würde sagen. Das war's vorerst. Mit unserem führerlosen Dostus anhalten werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber wir werden langsamer. Wir werden langsamer, Leute. Kommen wir jetzt hier raus. Ja, wir den Zug verlassen. Wir haben den Geisterzug verlassen. Um Gottes Willen. Also, das war unsere Reise mit dem führerlosen Zug, beziehungsweise Dostus. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt mal den Fahndungsleiter informieren, die Polizei und so weiter. Wir haben ja einiges zu tun. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer der Danny Spieter. Macht's gut. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss. Was um Himmels Willen ist das wieder? Macht's gut. Bye, bye. Ciao, Servus und Tschüss.